So, hallöchen Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge hier von Star Citizen. Ja, und heute kümmern wir uns mal darum, wie wir eigentlich ein bisschen Geld ranschaffen können, wenn wir kein Mining betreiben. So, gerade am Anfang, wenn man jetzt nur so ein kleines Starterschiff hat, sag ich mal, dann ist es ja unter Umständen möglich, dass man keinen Rock hat und kein Mining-Schiff oder sonst was. Dann kann man auch Bounty Hunter werden, also quasi Kopfgeldjäger. So, ich habe mir dafür hier mal ein kleines Schiffchen geholt und damit starten wir jetzt erstmal. So, wir holen uns einmal die Communication hier drauf, holen uns eine Starterlaubnis. Sehr schön, wir dürfen starten, das heißt abheben, Fahrwerk einfahren und ein Stück nach vorne. So, jetzt blockieren wir kein Pad mehr. Und dann gucken wir mal, was es denn an Missionen gibt. So, dafür drücken wir die F1-Taste, dass wir ins Mobiglas kommen und dann haben wir hier unten den Contract Manager. So, und dort gibt es quasi die ganzen, ich sag mal, Quests, wie man sich Geld verdienen kann. Und Delivery, da sieht man schon, Pick up some packages, also da müssen wir quasi Pakete abholen an den verschiedenen Stationen. Bei Investigation, da müssen wir vermisste Leute suchen. Und meistens ist es so, hier sieht man Aberdeen Cave, das ist in einer Höhle. In einer Höhle findet man immer Ressourcen, die man mit dem First Person Mining abbauen kann. Quasi, da holt man sich dann den kleinen Miner aus dem Laden. Kann man kurz zeigen, wie der heißt. Und zwar befindet er sich dann bei Utility. Und zwar hier unten das Utility-Item Pyro RYT Multitool. Das equippen wir und wir holen uns dazu noch ein Attachment. Das nennt sich Orbit Mining Attachment. Und dann farmt man, wie mit dem Rover das letzte Mal gezeigt, ganz normal, halt nur mit der Hand. Dann hat man da schon mal ein bisschen Nebenverdienst. So, zurück zum Contract Manager. Dann Maintenance, da muss man diverse Sachen abholen. Bounty Hunter, das ist das, was wir gleich machen. Und Mercenary, da empfiehlt sich A Call to Arms immer anzunehmen. Denn jedes Mal, wenn man dort einen Gegner mit Crimestat ausschaltet, bekommt man immer zusätzlich ein klein wenig Geld. So, und ansonsten Remove Claim Jumpers. Die ist, naja, je nachdem, was man für ein Schiff hat, relativ schwer. Wir machen die normalerweise immer zu zweit mit der Hammerhead. Und da sieht man schon, 10.000 Alpha UEC kann sich sehen lassen. So, ansonsten gibt es da auch Bunkermissionen. Da muss man quasi auf einem Planeten, da muss man aufpassen, wenn man dahin fliegt. Die haben Anti-Air-Tower, also Boden-Luftgeschütze. Da empfiehlt es sich, wenn man ein bisschen außerhalb parkt, ein Fahrzeug mit dabei hat, reinfährt, vielleicht noch ein paar andere Leute mit dabei hat, die Türme abschießt und das Raumschiff dann nachzieht. So, aber wir machen Bounty Hunter. So, es gibt mittlerweile auch schon Ruf. Deshalb gibt es die Bounty Hunter Gilde und je nachdem hat man dann die LRT, die Low, wie heißt es? Low Risk Target und Very Low Risk Target. Später gibt es dann auch die Very High Risk Targets, wo dann die NPCs natürlich dementsprechend schwerer sind. Das sieht man, beim Low Risk bekommen wir 5000 und hier bekommen wir 4000. So, dann nehmen wir einfach einen an. So. Hat er den jetzt nicht angenommen? War ich zu langsam? Anscheinend. Dann gehen wir nochmal auf Bounty Hunter. Zack. Jetzt hat er es angenommen. So, jetzt kann ich hier Track machen. Dann verfolgt er meine Mission, die ich gerade aktiviert hat. So, jetzt sehen wir, alles klar, 95.000 Kilometer dahin. Ich drücke einmal B und sehe, der möchte irgendwie nicht so das Target nehmen, wie ich möchte. Dann drücke ich nochmal B, gehe über F2 auf meine Karte, zoome ein Stückchen raus und sehe, dort hinten ist so ein blauer Marker, mal Doppelklick drauf. Rendezvous-Punkt. Alles klar, ich klicke ihn einmal an, dann steht hier oben auch Rendezvous-Bacon. Set Route. Und dann sagt er mir, alles klar, erst nach Magda und dann zum Beacon. So, jetzt können wir unser Quantum Drive aufladen, machen dann unseren ersten Sprung nach Magda.
und dann geht es zu dem Punkt, wo unsere Mission stattfindet. Hallo, Framerate, du darfst ruhig da bleiben, du hast noch nicht Feierabend. So, wir drehen ein Stück. Klar könnte man theoretisch sagen, die 500 Kilometer fliege ich auch so, wenn ich ihn nicht anspringen kann. Ist halt recht zeitintensiv und ich glaube hierfür dann nicht gar so Ziel bringt. So, jetzt bin ich hier im Asteroidenfeld. So, ich muss immer so ein klein wenig herumfliegen, bis der erste Gegner kommt. Den würde ich auch dann einmal hier auf dem Radar, würde ich dann einen roten Punkt sehen. Und ich hätte auch hier irgendwo einen roten Pfeil am Bildschirmrand, je nachdem wo er ist. Und dann können wir dann einmal die Raketen austesten und unsere Geschütztürme. Auf der linken Maustaste haben wir unsere große Kanone. Ich kann die mal kurz von außen zeigen. Das ist die hier unten. Und auf der rechten Maustaste haben wir die vier Geschütze hier oben. Und hier unten hängen noch ein paar Raketen mit dran. So, über L können wir Licht anmachen. Dann dödeln wir hier kurz ein bisschen rum, bis der Herr Corey Flush Sholokov denn mal auftaucht. Was zur Hölle war denn das jetzt? Irgendetwas, also entweder ist gerade einer in mich hineingesprungen mit dem, mit dem Quantum Drive. Weil ich habe ja keine Missile-Warnung bekommen, gar nichts. Und dagegen geflogen bin ich auch nicht, es war ja leerer Raum um mich rum. Das ist ja komisch. Das war sehr komisch. Na gut, dann machen wir das eben nochmal. So, meine Harbinger, die ist jetzt natürlich erstmal weg. Die muss ich jetzt, ja moin, erstmal claim. Aber das macht nichts, wir nehmen uns einfach das nächste Schiff. Ich traue mich fast wetten, da ist einer in mich reingesprungen. Wenn es nicht sogar der NPC ist, der dann quasi in mir gespawnt ist. Da lang. So, mal ein bisschen Hackengas hier geben. So, wir gehen ans Terminal, wie wir es gelernt haben. So, warten einen kleinen Moment. So. Wir claimen einfach. Dauert 36 Minuten. Können wir gucken, was es kosten würde und wie lange wir warten müssten. 7 Minuten? Nee, das ist mir zu lange. Da kannst du einfach ganz normal durchlaufen und ich nehme dann einfach mal die Buccaneer. Ist ein leichter Fighter, aber sollte eigentlich funktionuckeln. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Pad 01. So, nicht Hangar, wir müssen Pad. Ja, der Vorführeffekt quasi, ne? Passiert, passiert. Wie gesagt, man muss immer im Hinterkopf behalten, wir sind hier in einem sehr, sehr frühen Stadium des Spiels, in einer Prä-Alpha sozusagen. Von daher lächeln und weitermachen. Und ich muss sagen, so aus meiner persönlichen Sicht, trotz der Bugs, die es in diesem Spiel gibt, oder auch Features genannt, es macht einfach unglaublich Laune, dieses Spiel, ne? Also, ich wollte schon fragen, wieso sind wir rosa? Das ist irgendwie ein Lichtbug gewesen. So, hier haben wir natürlich auch ein paar Raketen drunter. Wir haben an der Seite Kanonen. Wir haben obendrauf eine große Gatling. Und das genügt, um das Feuer nach vorne zu bringen. So, Enter Ship. Diesmal steigen wir direkt in der Pilotenkanzel ein.
So, wir brauchen die Kommunikation. So, wir sind wieder clear to launch. Zack, zack. Und das Ding ist einfach so biestig. Wenn du da dann mal mit dem Nachbrenner hier rauszündest, bist du weg. So, wieso die Pilotenkanzel offen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ist halt so. Aha. So, wir springen jetzt wieder erst nach Magda. Ja, gerne. Ich komme wieder. So. Warum hat denn der beim Quantum-Treifen und dann so Probleme? Verstehe ich nicht. Naja. So, wie man sieht, an den Außenflügeln und an den Innenflügeln, das sind überall Waffen. Das Ding ist quasi so eine kleine fliegende Waffenplattform. So, kann ich jetzt da hinspringen oder muss ich es mir wieder als Target setzen? Okay, muss ich mir wieder als Target setzen. Zack. Rendezvous-Punkt, Z-Route. So. Und dann gucken wir mal, was das war. Mal gucken, ob mein Frack noch da rumfliegt. Das ist auch mal interessant. Habe ich auch noch nicht geguckt. So. Da haben wir das Target. Wenn ich jetzt zweimal auf das Mausrad drücke, ist es jetzt anvisiert. Ich lasse dieses Mausrad jetzt gedrückt und die Rakete geht raus. So, und dann muss ich gucken, dass ich mein Fadenkreuz hier oben auf diesen Punkt bringe. Dann treffe ich ihn. Und jetzt sieht man oben auf der rechten Seite schon, wie sein Schild runtergeht. Der fliegt hier nur eine Aurora. Und damit ist er geplatzt. Oh, wir haben noch ein Target. Gut, dann düse ich mal ganz kurz ein kleines Stück weg. Nicht, dass hier noch mehr kommen von denen. So. Dann machen wir mal Folgendes. Wir gehen auf den Contract Manager. Und Lost in Space. Nee. Da müssen wir mal kurz zurückhüpfen nach Everest Harbor. Komme ich da von hier aus hin? Wo sind wir denn überhaupt? UM1? UM4? Nein. Nein. Nee. Nee, nee. Nein. Nein. Da. Sieht man übrigens auch, also die Kreise sind Planeten. Die Quadrate sind Raumstationen. Und diese Rauten sind Automarker. Genauso wie auf einem Planeten, das stellt sich da wie ein Schild. Sehe ich aber von hier aus nicht. Sehen wir, wenn wir bei Everest Harbor sind. Das sieht aus wie ein Schild, das ist dann quasi die Hauptstadt. So, jetzt jumpen wir da mal ganz kurz hin. Da machen wir nämlich noch eine Missing Person, damit ihr mal seht, wie das dann aussieht. Und wo man denn dann die Materialien findet, wenn man zu Fuß unterwegs ist. So, wir müssten jetzt theoretisch einen Contract haben. So, wir brauchen A Cave on Hurston. Akzeptieren. So, die wird gerade getrackt. Sehr gut. So, warte, ich mach mal kurz den Quantum Drive an. Und dann sieht man irgendwo, wo ist das Schildchen? Oder bin ich schon vorbei? Nee, bin ich nicht. Hier hinten. Sieht aus wie ein Schild, das ist Lorville. So, aber wir müssen jetzt zu dem, zu der Höhle. Das heißt, ich zoome hier mal kurz auf mich, dann herauszoomen. Doppelklick auf Hursten. Ein Stück reinzoomen, gucken, dass ich den Punkt bekomme.
Ah, möchte er nicht so ganz, ne? Ah, da war er doch gerade. Nee, das Hursten. Jetzt. Set Route. So, dann kann ich da jetzt auch hinspringen. Kann ich nicht. Jetzt habe ich wieder irgendeinen Mist dahinter ausgewählt, ne? Ja. Dann springen wir dahin. Müssen wir halt 20 Kilometer fliegen. Kriegen wir hin, denke ich. So, das sieht dann so klasse aus, wenn der am Planeten lang schüsselt. Ich bin echt froh, wenn es eine neue Grafikkarte gibt, ne? So, wieder Innenansicht. So, das Wetter scheint nicht das Beste zu sein. So, wir müssen noch 100 Kilometer dahinter fliegen. Ich kann mal gucken, ob ich noch näher hinspringen kann. Was war denn das? Hm. Weiß der Geier. Ach, Karte. Okay, ich glaube, bis ich das ausgewählt habe, das ist mir auch hingeflogen. Na gut, da zünden wir halt mal einen Nachbrenner. Unten ist richtig scheiß Wetter. Wir können mal ein bisschen tiefer gehen. So, minus 5 Grad. Fluktuation, ich fluktuiere dir auch was. Gehen wir mit dem Schub halt ein bisschen runter. Und in der Atmosphäre... Ui. Merkt man dann auch, wie sich dann das Flugverhalten komplett ändert. Ich habe doch keinen Schaden an den Triebwerken bekommen, oder? Nee. Ich habe so gut wie gar keinen Schaden bekommen. Eine Missile weniger haben wir, das ist klar. Die haben wir auch verballert. Naja. Ja, ich fliege ein bisschen am Maximum. Aber wir wollen ja auch vorwärts kommen. Ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass ich jetzt hier nachts lande. Tags wird man ein bisschen mehr sehen. Aber dafür haben wir ja Scheinwerfer. Wir machen die Folge heute ein bisschen länger, damit ich euch das noch zeigen kann. Und ja. Wow. Stürmt das da außen so extrem oder was ist da los? Boah. Das tut Schläge hier drin. Weil man sieht auch nicht weit. So, dann fliegen wir halt nicht ganz am Maximum. So, mit der hier könnte ich jetzt natürlich auch dann hier scannen, wie ich möchte. Um dann gegebenenfalls irgendwelche Ressourcen zu finden, was mir aber nichts bringt. Außer ich würde mit der Hand minern, ne? So, können nochmal Stoff geben. So, ich kann jetzt den Boden natürlich auch extrem schlecht abschätzen. Fuß oder Meter, je nachdem. Aber ich denke, es sind Meter. Und noch 18 Kilometer bis zu unserem Ziel. So, jetzt sieht man dann langsam schon hier ein bisschen was vom Boden. Ne, ganz leicht, ne? Weiß nicht, wie man es auf YouTube sieht. Also ganz leicht fängt hier der Untergrund an, Struktur zu verändern.
aufzunehmen. So, jetzt sind es noch 8 Kilometer. Ich gehe mal mit dem Gas raus. Gehen wir noch ein Stück tiefer. So, jetzt sind wir auf unter 1000 Meter. Das soll erstmal reichen. So. Ich mach mal Licht an. So, und da sieht man jetzt, außen ist echt Scheißwetter. Oh, steht da einer? Nee. So, Hurston Cave. Hier müssen wir rein. So. Wo ist mein Powerknopf? Powerknopf? Hier. Power off. So. Halbwegs normale Temperaturen. Licht angemacht. Dann gehen wir mal in die Höhle rein. So, in Höhlen kann man sich extrem leicht verlaufen. Die sind riesig und verwinkelt. Ich empfehle, Leuchtstäbe mitzunehmen. Die kann man auch käuflich erwerben, um sich so ein bisschen den Weg zu markieren. So, die Dinger hier, die könnte ich natürlich mitnehmen, aber ich glaube, die zählen als illegale Ware. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir noch so ein Mining-Steinchen finden. Da haben wir einen. Erkennt man auch, warte mal, ich mach mal. Na, mit Licht sieht man es, glaube ich, besser. Der hat so leichte, durchzogene, lilane, hier sieht man es, Erze. Und die gibt es dann in Blau und in Grün und dann weiß man, alles klar, das kann ich abminern. Auf der 4 habe ich die Utility, quasi hier meinen kleinen Mining Laser. Ich mache mal das Licht aus, dann sieht man das ein bisschen besser. So, und dann scannt der jetzt erstmal, ganz normal. Alles klar, es ist Hendernite, also quasi das gute Material. Einmal kurz auf die linke Maustaste gedrückt und dann fängt er an. So, jetzt gebe ich hier 100% Gas und man sieht auf der linken Seite, wie langsam der Balken hochgeht. Je näher ich dran stehe, desto weniger Energie brauche ich in der Theorie. Je weiter ich weg bin, desto mehr Energie brauche ich. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sich hier eigentlich gar nichts mehr bewegt. Hier natürlich extrem schlecht, wenn er explodiert, weil das Zeug kann deinen Anzug durchschlagen. So, aber so halten wir uns, glaube ich, ganz gut. Vielleicht noch ein bisschen weniger. So, und jetzt bricht er gleich. So, jetzt brauche ich das Licht. Über lange R gedrückt halten, stecke ich die Waffe wieder weg. Und jetzt muss ich hier jeden angucken und gehe auf Stow. Alles klar. Nächster Stein, angucken, Stow. So, wenn ich das Licht ausmache, kann ich ab und zu ein bisschen besser sehen. Wenn er mal sagt, gerade nicht möglich, einfach mal kurz abwarten. Nächsten Stein angucken und wieder verstauen. Und so kann ich, während ich unterwegs bin, kann ich mir dann die verschiedenen Höhlen aussuchen, quasi die Mission annehmen, um zu so einer Höhle zu kommen, um dort Ressourcen abzubauen. So, jetzt dürften wir alles haben. Ist halt weitaus weniger als mit dem Rock, aber dafür relativ günstig. Das Pyro-Tool kostet, glaube ich, ein paar hundert. So, und dann würde das hier extrem tief in diese Höhle reingehen und dann müsste ich jetzt hier diese vermisste Person suchen. Es gibt keinen Standardplatz, wo sie liegt. Die kann überall liegen. Ja, und dann, wenn das fertig ist, dann komme ich wieder aus der Höhle raus, steige in mein Raumschiff, sofern es noch da ist. Weil es kann natürlich sein, dass jemand anderes auch diese Mission angenommen hat und sich dann denkt, na, du kommst hier nicht mehr weg. Dein Raumschiff zerschieße ich aber. Gut, Freunde, das soll es erst einmal gewesen sein von Star Citizen. Wenn ihr mehr folgen wollt mit, keine Ahnung, wo ich mit dem Jurim zum Beispiel mit der Hammerhead mal ein paar Claim-Jumper-Missionen mache oder Kopfgeld-Missionen oder irgendwelche anderen Missionen, was euch interessiert, sagt mal Bescheid. Wir können auch ein bisschen Sightseeing machen, die verschiedenen Planeten mal angucken, weil es gibt die Eisplaneten,
dann hier dieser Wüstenplanet, dann ein Planet, der eigentlich nur aus Stadt besteht. Können wir uns gerne alles mal angucken, aber wie gesagt, da schreibt mir einfach mal unten rein, was ihr gerne gucken wollt. Und dann schauen wir mal, ne? Ja, dann sage ich danke fürs Einschalten, fürs Interesse und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal im Verse. Macht's gut und Tschüssikowski!